Nichts hilft der Prostata so stark wie diese vier Stoffe und nichts zerstört die Prostata so wie diese fünf Lebensmittel. In diesem Video erzähle ich dir die fünf schlechtesten Lebensmittel für deine Prostata und die vier besten Stoffe für deine Prostata-Gesundheit und das natürlich aus neuesten Menschenstudien, also nicht meine Meinung, sondern was die Wissenschaft sagt. Doch zunächst ganz kurz, was macht die Prostata überhaupt alles so? Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, das wusste ich selbst noch nicht alles. Die Prostata ist eine Drüse, die nur bei Männern vorkommt, Surprise, und sich im männlichen Fortpflanzungssystem befindet. Sie ist etwas so groß wie eine Kastanie und liegt direkt unterhalb der Harnblase. Umgibt einen Teil der Harnröhre und produziert eine Flüssigkeit, die Teil des Samens ist. Diese Flüssigkeit dient dazu, die Spermien zu ernähren, zu schützen und zu transportieren. Das bedeutet, die Gesundheit der Prostata ist maßgeblich entscheidend für die Fortpflanzungsfähigkeit eines Mannes und damit zum Erhalt der Spezies Mensch und damit der wichtigsten Aufgabe auf diesem Planeten überhaupt, um es mal gesagt zu haben. Und natürlich auch, um überhaupt Erektionen zu bekommen oder schmerzfrei zu urinieren. Die Prostata unterliegt Veränderungen im Laufe des Lebens eines Mannes und im Alter kann sie größer werden, was zu einer Erkrankung namens benigne Prostatahyperplasie führen kann, auch BPH genannt. Eine vergrößerte Prostata kann die Harnwege beeinträchtigen und zu Problemen beim Wasserlassen führen. Das liegt daran, dass die Prostata unter der Harnblase sitzt und ein Teil des Harnleiters umgibt. Vergrößert sich die Prostata, verengt sich die Harnröhre, was zu Schmerzen führt. Daher ist das erste Symptom, was ihr ernst nehmen solltet, Probleme beim Wasserlassen, die länger anhalten oder immer zum selben Zeitpunkt auftreten. Kurz nach dem Samenerguss ist dies aber normal. Dass es sich anders anfühlt, da müsst ihr keine Sorge haben. Die Prostata spielt also eine wichtige Rolle im männlichen Fortpflanzungssystem und am Wohlbefinden des Mannes. Damit jene im Alter keine Probleme macht, kann man einiges machen, was ich euch jetzt zeigen möchte. Anhand von den aktuellsten Goldstandardstudien am Menschen, die es gibt, also los geht's. Ursache in Abnormalitäten sind vor allem Ungleichgewichte von Östrogen, dem weiblichen Sexualhormon, Testosteron, dem männlichen Sexualhormon und Insulin, das Hormon, welches Zucker aus dem Blut in die Zellen befördert im Körper. Da folgen jetzt zunächst fünf Lebensmittel, die vor allem im fortgeschrittenen Alter dezimiert werden sollten, meiner Meinung nach, wenn man das Risiko trägt oder das Risiko senken möchte, an einer Prostata-Abnormalität oder Hyperplasie zu erkranken, was übrigens die häufigste Art beim Mann ist. Milchprodukte Nummer 1, denn diese enthalten natürliche Wachstumshormone, wie zum Beispiel das Prolaktin oder das IGF-1. Das ist kein Roboter, sondern tatsächlich ein Hormon, die für das schnelle Wachstum des kleinen Kalbes notwendig sind, aber ebenfalls der Tropfen sein kann, wenn man bereits eine leicht vergrößerte Prostata hat, der das Fass dann dementsprechend zum Überlaufen bringt. Daher gibt es sicherlich pflanzliche Alternativen, die nicht schlechter schmecken, wie zum Beispiel Nussmilch oder Joghurt aus anderen Samen und Co. Lebensmittel Nummer 2, verarbeitete Öle, vor allem pflanzliche Öle, die erhitzt werden oder in rauen Mengen konsumiert werden. Allgemein sollten raffinierte pflanzliche Öle in Maßen konsumiert werden, zum Beispiel 1-2 Esslöffel maximal, sowie Nüsse außer Macadamianüsse und Walnüsse, dazu gleich mehr. Denn diese enthalten viel Omega-6-Fettsäuren, die Entzündungen fördern bei uns im Körper, wenn nicht genügend Omega-3 als Gleichgewicht zugeführt wird. Macadamianüsse haben als einzige Nuss so gut wie keine Omega-Fettsäuren und daher beeinträchtigen sie das Verhältnis auch nicht. Und Walnüsse haben zwar mehr Omega-6 als Omega-3, verbessern aber trotzdem das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis in randomisierten Menschenstudien. Das seht ihr hier, das habe ich bereits in einem anderen Video aufgedeckt. Diese Entzündungen können sich auf die Leber, die wichtig ist für den Hormonhaushalt, auswirken, da sie alte Stoffe oder Hormone entgiftet, die für die Prostata eventuell nicht so gut sind. Wenn man trotzdem sehr viel Öl konsumieren möchte, immer extra Virgin Olivenöl, das heißt Erstpressung, ja, und Bioqualität setzen sowie kaltgepresst. Verlinke ich euch sehr gerne mal ein unabhängig laborgeprüftes, ja. Und natürlich Omega-3-haltige Öle, wenn man dann schon Omega-6-haltige Öle konsumiert, als Gegenspieler nutzen, zum Beispiel Leinsamenöl oder Drachenkopföl einzubauen. Sowie ein DHA und EPA-Omega-3-Öl, das wichtigste überhaupt, ja, welches einen Totox-Wert, ja, sprich der Oxidationswert des Öles, so tief wie möglich haben sollte, unabhängig Labor bestimmt, ist ganz, ganz wichtig. Das Analysezertifikat muss auch hochgeladen werden auf der Homepage. Und meines Erachtens ebenfalls sollte der Wert so um die 10 liegen. Ja. Und ganz wichtig noch, in der Flasche muss das
gemessen worden sein, der Totox-Wert, denn das ist ja das, was ihr bekommt. Denn die meisten testen ja vor der Abfüllung, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Ja? Da liegen Totox-Werte meistens von 3 und Co. spielt überhaupt keine Rolle, denn die eigentliche Oxidation findet tatsächlich im Abfüllungsprozess statt. Denn das ist das Entscheidende. Ich verlinke euch mal wirklich ganz, ganz gutes unten. Lebensmittel Nummer 3, zuckerhaltige Lebensmittel, ja, aus raffinierten Zucker, insulinresistenten oder hohe Blutzuckerwerte erhöhen direkt das Risiko einer vergrößerten Prostata, auch BPH genannt. Dieser Zucker führt nämlich dazu, dass viel Insulin ausgeschüttet wird, mehr als normal. Daher gewöhnen sich die Zellen immer mehr an hohe Zuckerwerte und benötigen daher immer mehr Insulin. Höhere Insulinwerte lassen die Prostata auch schneller wuchern, da Insulin das anabolste Hormon im menschlichen Körper ist und nicht Testosteron, wie viele denken. Nummer 4 ist reichlich Alkohol. Dazu muss ich, denke ich, nicht viel sagen. Es ist ein Nervengift und zerstört Leberzellen und führt zu Entzündungen bei uns im Körper. Kleinste Mengen Rotwein, nicht Weißwein, zeigen aber keine schädliche Wirkung, da er auch viele sekundäre Pflanzenstoffe enthält. Wie gesagt, kleine Mengen. Ja, die Anthocyane aus der Traube, ja, das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Aber lieber Trauben essen, da hat man die ganzen Neurotoxine nicht mit dabei, wie beim Ethanol, und dann profitiert ihr doppelt davon. Nummer 5, rotes Fleisch, besonders wenn es hoch erhitzt wurde, beziehungsweise gegrillt oder gepökelt und so weiter, das zeigen Studien. Aber auch Meta-Analysen aus 1,9 Millionen Probanden, dass der Konsum von Fleisch mit einem erhöhten Prostata-K-Piep-Piep-Piep, ich möchte das Wort hier nicht nennen, ja, das geht damit einher, dass ich den Algorithmus von YouTube hier nicht unnötig triggern möchte, aber ihr wisst, um welches Wort es sicherlich hier handelt. Zusammenfassend lässt sich also sagen, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was man tun kann, denn das ist ganz, ganz wichtig gleich, dass ihr unverarbeiteter man ist, desto besser ist es für die Prostata und für deine Prostata. Den Konsum von tierischem Eiweiß sollte man wirklich, wirklich im Auge behalten und eventuell auch substituieren, mal mit pflanzlichen Alternativen sich da mal ein bisschen rantrauen, denn das ist wirklich der Bringer. So wie der Konsum von viel Omega-6-haltigen Lebensmitteln ist ebenfalls zu dezimieren, beziehungsweise der Gegenpol sollte erhöht werden, mehr Omega-3, das heißt ein Algenöl zum Beispiel, ist hier sicherlich eine ganz, ganz gute Wahl. Das erste und wissenschaftliche Mittel, ja, gegen Prostata-Abnormalitäten laut randomisierten Studien ist das hier. Das ist das Lebensmittel Nummer 1, was man wirklich hier in Betracht ziehen sollte. Sägepalmextrakt. Nicht verwechseln mit Sägespänen, diese sind sehr, sehr kratzig im Hals. Es gibt in der Wissenschaft momentan keinen natürlichen Stoff, der mehr durch randomisierte Menschenstudien bezogen auf die Prostata so gute Ergebnisse zeigt. Ja, wichtig hier natürlicher Stoff. Die Studie, ja, zeigt nämlich Folgendes. Bei nur 320 Milligramm Sägepalmextrakt pro Tag für 6 Monate, Zitat, Sägepalmextrakt scheint die Entzündung der Prostata in Bezug auf histologische und immunhistologische Parameter in dieser speziellen Patientenpopulation zu reduzieren. Das sehen wir an einer Biopsie. Vorher hatte der Mensch, beziehungsweise der Patient hier, oder der Proband der Studie, Grad 2 einer Entzündung mit vielen kleinen Entzündungsherden in der Prostata, sehen wir hier links. Dies hat sich nach 6-monatiger Einnahme von bereits nur 320 Milligramm Sägepalmextrakt auf Grad 1 erniedrigt bzw. verbessert und deutlich weniger Entzündungshärte hier rechts zu sehen. In dieser Studie zum Beispiel hier ebenfalls mit nur 320 Milligramm Sägepalmextrakt pro Tag für 24 Wochen konnte auch ein statistisch signifikanter Unterschied gezeigt werden im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Dass der Urinfluss signifikant besser war in der Sägepalmextraktgruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe, aber auch der internationale Prostata-Score, den ich gleich noch erklären werde, hat sich ebenfalls, ja, signifikant verbessert, sowie die Entleerung der Blase ebenfalls signifikant verbessert und zum Schluss auch die Sexualfunktion des Mannes ebenfalls verbessert signifikant, sowie die Erektionsfähigkeit signifikant besser wurde in der Sägepalmgruppe. Es gibt wirklich sehr viele Goldstandardstudien in verschiedenen Regionen, hier zum Beispiel auch aus China. Ja. Man sieht hier, dass der internationale Prostata-Score sich vor der Einnahme signifikant unterschieden hat im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Nach der Einnahme haben sich diese beiden Werte nicht mehr signifikant unterschieden. Ja, diese wurde komplett wieder normalisiert durch die Einnahme von Sägepalmextrakt, ja, auf den Normalwert quasi der Placebo-Gruppe. Also ein echter Bringer dieser Stoff. Ja, das Sägepalmextrakt gibt es sehr gut in einem Komplex verpackt, natürlich unabhängig laborgeprüft, mit weiteren wichtigen Stoffen, zu dem ich gleich auch noch komme. Für den Mann, ja, bekannt aus dem Pura Man heißt das, ja. Verlinke ich euch sehr gerne mal in der Videobeschreibung. Dort reinschauen nach dem Video lohnt sich definitiv. Es gibt noch ein zweites Lebensmittel, die Brennnessel, ja. Gerade in Kombination mit Sägepalm. Diese Kombination erniedrigte ebenfalls massiv den internationalen Prostata-Score. Das seht ihr hier nochmal, ja. Doch wie setzt sich jetzt dieser zusammen, ja, dieser internationale Prostata-Score, auch IPSS genannt? IPSS steht in Bezug auf die Prostata für International Prostata Symptom Score, ja.
Das IPSS ist ein standardisiertes Bewertungsinstrument, das in der Urologie und Andrologie, das heißt bezogen auf die Hormone, verwendet wird, um die Schwere der Symptome im Zusammenhang mit einer benignen Prostatahyperplasie, das heißt Überwucherung, ja, oder auch einer gutartigen Prostatavergrößerung zu bewerten. Ja. Also erstens, die Fragen, die Leute gestellt bekommen, ja. Häufigkeit des Wasserlassens während des Tages, Häufigkeit des nächtlichen Wasserlassens, zweitens, drittens, Schwierigkeit beim Beginn des Wasserlassens, viertens, Schwierigkeit beim Aufrechterhalten des Harnstrahls, fünftens, Unterbrechung im Harnstrahl, sechstens, Drang zum Wasserlassen, ja, und siebtens, Gefühl einer unvollständigen Blasenentleerung, ja. So, und das ist natürlich hier sehr, sehr aussagekräftig, wenn sich dieser Score natürlich verbessert, denn das ist natürlich genau alles das, alle Beschwerden, alle Symptome sind darin zusammengefasst und daher sind diese Studienlagen auch wirklich so eindeutig meines Erachtens und so toll mittlerweile schon und ja, so hilfreich auch für viele Menschen. Wenn man das Video schaut. Grundsätzlich sprachen wir davon, dass ein Ungleichgewicht von Hormonen zu Prostata-Abnormalitäten führt. Ja? Der Tatsache geschuldet, dass der Testosteronspiegel im Alter, sieht wir hier, abnimmt. Dies ist klar, ja, wo man ansetzen muss. Dazu gibt es eine interessante randomisierte placebo-kontrollierte Studie zu Ashwagandha, auch die Schlafbeere genannt, und Testosteron sowie Stresshormone. Man sieht hier, dass der Testosteronspiegel statistisch signifikant in der Ashwagandha-Gruppe gestiegen ist, jedoch nicht in der Placebo-Gruppe. Stoff Nummer 3. Krysin, ja, ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der noch sehr unbekannt ist und zudem es noch keine Menschenstudie in dem Fall gibt, aber zu Säugetieren, ja, und diese schon sehr, sehr vielversprechend bezogen auf den Testosteronanstieg und der Prostata sind, ja. In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass der Testosteronwert anstieg, ja, bei Säugetieren hier, und in einer anderen Studie konnte genau der Testosteronanstieg durch Krysin beibehalten werden. Doch hier ist noch interessant zu sehen, dass die Spermienqualität und die Beweglichkeit sich signifikant verbesserten, was ja auch sehr wichtig ist in Bezug auf die Prostata, denn die ist ja auch für die Spermienqualität verantwortlich. Und ganz wichtig, diese ganzen positiven Eigenschaften, ja, das Prostatavolumen ist nicht signifikant oder ja, überhaupt gestiegen großartig. Und das ist das Entscheidende, denn wenn man diese Stoffe sich einnimmt, ja, dass die Testosteron erhöhen, wie auch immer, halt, das Prostatavolumen nicht ansteigt, was ja meistens dann auch der Fall ist, wenn man es wirklich mal übertreibt und auf Steroide zurückgreift. Dann das nächste Lebensmittel ist Kürbiskerne, ja? Nummer 4. In dieser randomisierten Menschenstudie wurde die Wirkung von Kürbiskernen untersucht. Kürbiskernextrakt und natürliche Kürbiskerne, ja, so gesehen, und Placebo-Gruppe wurden hier untersucht. Wie man sehen kann, verbesserte sich die Symptome am besten in der Kürbiskerngruppe, sogar über dem Kürbiskernextrakt, und das gleiche galt auch für die Häufigkeit des Urinieren nachts. Und das ist, finde ich, ganz, ganz schön, dass es einfach hier an der Stelle reicht, die Kürbiskerne zu essen. Das heißt, wenn ihr morgens was esst, eure Beeren, euer Joghurt, wie auch immer halt, nehmt etwas Kürbiskerne dazu. Das waren die 4 Lebensmittel, Sägepalmextrakt, ja, Brennnessel vor allen Dingen, Ashwagandha, Krysin, ja, und Kürbiskerne, das sind zusammen 5 sogar. Und diese sind sehr, sehr entscheidend. Ich verlinke euch alles Wichtige mal unter dem Video. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und danke für die Aufmerksamkeit. Und bis dahin, ciao.